In einem der letzten Videos war ich ja hier auf Gänse und zuletzt im Livestream war ich auch nochmal hier unterwegs und es hat richtig gut geknallt, also es hat richtig Bock gemacht hier an der Stelle, weil hier ständig die Gänse runtergehen und hier ist richtig, richtig was los, also sensationell, funktioniert super die Area, man sieht glaube ich auch hier die Scheuchwirkung, die mittlerweile entstanden ist. Und jetzt geht's mal auf Grauwolf. Denn ich hatte hier und, ja, eigentlich auch hier. Hier ist jetzt gerade der Büffel, aber hier in der Area zweimal Bedürfnisgebiet vom Grauwolf, schlafend oder ausruhend. Also so ein Rastplatz quasi vom Grauwolf. Und den suche ich jetzt. Na, es fängt gerade an zu regnen. Also machen wir uns auf die Socken. Ne, es schneit sogar. Da kommen die nächsten. Direkt nochmal eben checken. Ist zufällig hier eine Fünfer dabei? Nope. Auch hier keine Fünfer. Die da oben ziehen einfach weiter. Also mache ich mich jetzt hier gleich auf die Socken. Ich hatte ja zuletzt hier noch den Dreibein stehen. Den Hochsitz. Absolut sinnvoll, das Teil hier zu platzieren. Und dann aus dem Zelt raus, mal eben hier drauf gehuscht. Und dann von da aus eine komplette Übersicht. Weniger Scheuchwirkung sozusagen, weniger Jagddruck beim Schießen. Und ich habe zuletzt auch mit dem Bogen geschossen, um nochmal weniger Jagddruck zu erzeugen. Wenn wir denn hier auf die Gänse ballern. Na? Ne, ich bin glaube ich noch ganz gut verdeckt. Also jetzt geht es grob in diese Richtung. Ja, das sieht gut aus. Nur der Wind macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, der Wind ist nicht so ideal. Da muss ich dann gleich nochmal gucken, dass ich einen kleinen Bogen laufe. Nochmal einen Dreier, noch eine Dreier. Viele Dreier, also beim letzten Mal jagen hier viele Dreier. Einige mit Goldwertung, richtig gut. XP gemacht und auch Geld gemacht wieder. Oh ja. Füchse, Rotfuchs hatte ich jetzt hier auch mehrfach. 3, 4 Stück, Weibchen, Stufe 5. Das ist auch nicht so verkehrt. Jetzt muss ich halt bloß gucken, wie ich am besten laufe. Also grob da hinten in der Area, da will ich hin. Und eigentlich, entweder komme ich von oben den Berg runter, dann könnte es aber natürlich auch schwierig sein, die Wölfe zu sehen. Oder ich gehe von der anderen Seite ran, hier quasi den Bogen und lauf so dann in Richtung Süden. Nee, die sind eigentlich dann fast eher doch in Richtung Süden. Genau. Süd, Südost. Ja, ist glaube ich angebrachter. Also ich mache mal eine Runde, laufe jetzt hier einmal rum und dann gucken wir mal, ob die Wölfe schon da sind. So, wir kommen so langsam in die Area. Im letzten Livestream hatten wir hier richtig viele Büffel auch noch. Und da ging es hier auch nochmal ordentlich, oder Bisons, dann ging es hier nochmal ordentlich zur Sache. 2 Vierer waren dabei, ein paar Dreier waren dabei, die ich natürlich alle schön rausnehmen konnte, damit dann im Nachhinein hier irgendwann die noch größeren spawnen. Irgendwann treten dann hier nochmal vielleicht noch größere, da haben wir noch ein Elch, noch größere Büffel auf. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Ich mache mir hier diese Hütte hin, denn jetzt bin ich an für sich in einem ganz guten Winkel. Das hier war der Spot mit den Grauwölfen. Ja, aber es ist schon fast ein bisschen knapp. Nehmen wir mal hier den Geruchsneutralisierer drauf. So. Schön eingemieft. Und dann scannen wir hier schon mal so ein bisschen die Area. Irgendwo da hinten waren die Wölfe, beziehungsweise hier war, glaube ich, auch nur ein Wolf. Ich muss gleich nochmal eine etwas andere Ecke aufsuchen. Ein Wolf und dann weiter hinten waren nochmal welche. Da war dann eine ganze Gang. Ja, schöne kleine Butze aufgestellt. Sehr gut. Und es kommt die Sonne raus. Richtig cool. So, dann gucken wir doch mal.
Was sagt die Uhrzeit? Ja, jetzt so gleich ab 14 Uhr ungefähr. Alter Präriebison, männlich 2. Ja, kann ich doch schon wieder rausnehmen. Ne? Zum Glück habe ich den passenden Ballermann dabei. Das ist doch schon mal gut. Aber eigentlich will ich die Wölfe. Das ist ja auch der eigentliche Grund, warum ich überhaupt vor ein paar Videos mich hier auf die Socken gemacht habe, in diese Richtung. Denn ich hatte ja früher eigentlich immer nur hier in diesem Bereich geguckt nach den Wölfen, was auch gut funktioniert hat. Und die Area komplett außer Acht gelassen. Und die ist ja so nice. So viele Spots, so viele Bedürfnisgebiete. Hier ist ja richtig, richtig Action. Also eine ganz krasse Area. Lohnt sich absolut. Vor allem eben, wenn man dann auf die Kanada-Gänse geht. Richtig, richtig nice. Also da kriegt man dann ratzfatz eben seine Goldwertung, bestimmt auch seine Diamantenwertung Gänse zusammen. Irgendwann flattern da auch bestimmt die Fünfer rein. So, jetzt gucken wir mal eben. Einmal hier die Area nochmal ein bisschen abscannen. Aber bisher hat sich da noch nicht wirklich was getan. Macht aber auch nichts, denn ich werde gleich hier hinten einmal rumlaufen. Na guck. Also einmal hier hinten dran vorbei. Und dann den Weg hier einmal herum komplett, damit ich, wenn ich da hinten stehe, so ausgerichtet, genau, so ausgerichtet auf die Wölfe. Und dann passt das nämlich vom Wind. Dann ist nämlich der Wind genau mir entgegen und die wittern mich da nicht. Perfekt. Ja, so ist der Plan. Also leider nochmal eine Tour machen. Ein ganzes Stückchen laufen. Einmal jetzt hier rum. Und dann habe ich von hier aus hoffentlich den richtigen Winkel. Auch nicht schlecht. Nochmal Präriebison. Ja, das hatten wir ja beim ersten Mal auch schon entdeckt, dass hier in diesem Wald sehr viele Bison rumrennen. Beziehungsweise hier rumliegen. Oh, das sind zwei. Zweier, Dreier, zwei Dreier auch nochmal. Oh, die muss ich doch rausnehmen. Zwei Dreier nochmal. Das ist ja sensationell. Theoretisch den Zweier auch noch rausnehmen. Das war die Elchkuh von gerade. Ich musste natürlich jetzt erstmal ein bisschen näher rankommen, um die Area überhaupt abzuscannen. Denn ich war ja auch viel zu weit weg, um die Area überhaupt scannen zu können. Ey, ein Zweier Elch. Moinsen, kleiner Mann. Ja, der muss natürlich eigentlich auch raus, ne? Wait, da hinten. Noch einen Spot. Nochmal Präriebison. Das ist wahrscheinlich oder möglicherweise die Herde, mit denen, wo ich die ganzen Männchen schon rausgeschossen habe. Ne, da ist noch ein Vierer. Alter, was ist denn hier wieder los, ne? Was ist denn hier wieder los? Wie machen wir das denn jetzt? Hier geht's ja ab. Zwischen 12 und 16, hier ist der Wolf, 14 und 12 und 16. Ich fange mal hier an. Mensch, 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 das Game macht's mir aber auch schwer hier heute. Das macht's mir aber auch schwer. Je weiter ich laufe, umso wilder wird's ja hier gerade. Ja, was machen wir denn? Den will ich ja auch, aber der ist ja mitten im Mief. Jetzt wollte ich gerade ein bisschen einen anderen Blickwinkel da auf die Bisons hier haben. Der ist auch gar nicht mal so schlecht hier, der Winkel. Aber wenn ich jetzt hier so stehe. Na, ich komme auf den hinteren nicht, ne? Wobei der hintere, doch, der Kopf ist hier vorne. Das ist er, ja. Ich könnte vielleicht erst auf den hinteren und dann auf den vorderen. Aber dann ist auch safe er hier weg. Dann ist der safe weg. Was sagt die Entfernung? 190 Meter. Kann das? Ungefähr 190 Meter, ja. 190 Meter.
kriegen wir das hier hin? Da kriegen wir das doch hin. Na komm. So. Sollte keine verscheuchende Wirkung gehabt haben. Passt das? Passt noch sehr gut. So, da haben wir jetzt das Dreier. Dreier Präriebison und direkt dahinter auch. Und da hinten war der Vierer Elch. Aber vielleicht kommt der dann wieder. Trinkend Vierer Elch. Zwischen 12 und 16 Uhr, ja. Klassische Trinkzeit für die Elche. Ja, also, legen wir los. Entfernung, 180 Meter, das heißt, ich muss ein bisschen drüber aimen. Auf 150 Meter die Nulldistanz eingestellt. Ist schon eingestellt. Passt also ganz gut. Das heißt, ich würde jetzt, oh, da ist auch noch ein Baum. Da sind auch noch zwei Bäume. Oh, da sind zwei Bäume. Ah. Nicht gut. Nicht gut. Vielleicht lasse ich die drei. Nehme vielleicht doch nur den Elch. Alter, die Qual der Wahl immer, ne? Oder ich gehe einfach nochmal näher ran. Nochmal ein etwas anderer Winkel. An diesen Bäumen hier vorbei, weil das ist ja hier der Knackpunkt. Also dieser Baum, oder hier sind ja zwei direkt hintereinander, und dieser Baum, ich müsste quasi hier dran vorbei, diese Linie, das wäre nicht schlecht. Wobei dann das hintere Bison nochmal schlechter zu sehen ist. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Glaube doch, das kriege ich hin. Genau, da sind wir noch. Und jetzt einfach noch ein bisschen weiter rum. So vielleicht. Das könnte doch was sein. Einfach wie so ein Sniper einen. Genau den richtigen Moment, genau den richtigen Winkel. Ja, ideal, vielleicht schon fast zu weit. Aber keine Bäume. Das ist das Wichtige, weil die Hitbox der Bäume einfach so groß ist. So, jetzt komme ich aber definitiv nicht hinter auf den hinteren. Der liegt jetzt flach. Oben sieht man den Kopf, vielleicht noch ein bisschen was von der Wirbelsäule oder sowas. Könnte man auch drauf schießen auf die Wirbelsäule, ist aber viel zu tricky. Er hier vorne liegt sensationell. Das heißt, da werde ich jetzt gleich erstmal drauf schießen, das erste Mal. Und dann gucken, ob ich dann nachher noch den hinteren kriege. Einfach wenn schon in den Arsch geschossen. Ne, okay, der ist definitiv weg. Was sagt der Elch? Der sagt auch, haust du mal rein, bei dem Krach bin ich aber mal ganz schnell weg. Oh ne, da ist er. Relativ entspannt. Vielleicht kommt er gleich wieder. Weil ja auch, nur, noch entsteht auch gar kein Jagddruck. Ich hoffe nicht, dass ich es komplett versemmelt habe. Und das war tatsächlich gar nichts. Ich bin ja richtig nahezu überrascht. Was habe ich denn gemacht? So, hier vorne war der Zweier-Bison, aber hier muss ich auch vorsichtig sein, denn direkt hinter dem ist ja eigentlich das Grauwolf-Bedürfnisgebiet. Das heißt, ich gehe jetzt an für sich da vorne hin, wo der liegt, so ungefähr zumindest, denn ich will ja dahinter, hinter diesem Kamm, will ich ja jetzt den Berghang sehen und hoffen, dass da noch die Wölfe sind. Aha, 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 da sind sie. Da sind sie doch. Na guck. Den Bison gerade noch aufgeschreckt. Der ist abgehauen. Aber hier liegen sie. Sechser. Ruhig. Vierer. Entfernung 215 Meter.
gehen wir doch mal ran. Da gehe ich doch mal näher ran. 190. Ist da nicht noch einer? Theoretisch eine Gang. Da sind doch bestimmt noch mehr als nur die zwei, oder? Und das Männchen wird ja, wäre ja schon okay, ne? Das wäre doch schon gut, ey. Vielleicht nochmal gucken, ob das richtig... Oh, ich stelle mal hier den Hochsitz auf. Mal eben gucken, ob das gleich richtig... So, das passt. Und Platz. Und jetzt nochmal eben gucken. Da sind sie. Ja, sitzen doch da perfekt. Also das Weibchen liegt. Das Männchen hockt. Eigentlich genau richtig. Stufe 6 schwer. Klasse 5. Das bedeutet, wir gehen hier mit der Moradi rein. Moradi von 3 bis 8. Sollte also für den Wolf richtig gut funktionieren. Und dann testen wir das gleich mal. Also eben markieren. Wait, Entfernung war jetzt 150, ne? 150, beziehungsweise, ja, ziemlich genau 150. 150, 160. Also vielleicht ein bisschen drüber aimen, aber nur minimal. Denn, 150, das passt schon. So, da ist er. Den lassen wir so, den nehmen wir jetzt auch direkt von der Seite hier, so wie er ist. Und gib ihm. Und da sind noch mehr. Und da sind noch mehr. Sechser. Nochmal und getroffen. Oder nicht getroffen? Ich denke doch wohl. Ja, aber ich glaube schlecht. Okay, der war gut getroffen. Sehr gut sogar. Zweimal draufschießen geht. Ein Fünfer noch. Der erste hat, glaube ich, nicht getroffen. Der zweite hat getroffen, aber schlecht. Da hinten ist er. Diese komischen Glitches manchmal, ne? Da, sowas. Macht es schon etwas weird, ey. Macht es schon etwas weird mit den Wölfen. So, damit habe ich sie. Das waren die Männchen. Gucken wir also mal, was da geht. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Denn die sind bestimmt pissed. Komm ran hier, Hund. Da liegen schon zwei. Da liegen schon zwei. Da liegen schon alle drei. Perfekt. So, nächsten verfolgen. Ersten haben wir hier, Goldwertung, sofort mit dem ersten Schuss richtig gut getroffen in die Lunge. Normal grau, Goldwertung. Ja, knapp über Gold. Passt, mitgenommen. So, was haben wir als nächstes? Silberwertung mit 34. Oh, der war knapp. Aber der zweite dann, der hat dann richtig getroffen. Komplett. Aber zum Glück auch zwei Schuss nur. Zweimal getroffen. Das ist ja, wenn die so durcheinander rennen, kann es mal ein bisschen tricky werden. Und den kann er auch mal... Alter, wie die Augen so leuchten, ne? Komplett übertrieben. Und auch nochmal Silberwertung, knapp unter Gold. Oh, mächtiger Arschschuss. Alter, ja, und das macht halt die Moradi aus, ne? Das macht halt die Moradi aus. Die Durchschlagskraft ist immens. Da
Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Alter. Komplett mitgenommen, Silberwertung. Zwei Schuss auch nur, also alles im Rahmen. Und mitgenommen. 1200 Geld, passt. Und einige XP natürlich auch wieder dazu. Perfekt. So, dann haben wir hier noch ein Bedürfnisgebiet Elch. Auch praktisch. Direkt bei den Wölfen. Und an für sich würde ich ja sagen, ich gehe wieder nach unten hier ein bisschen runter. Oder? So ein bisschen für eine Übersicht. Oder ich renne einfach nochmal weiter hier. Was hatten wir beim letzten Mal gesagt? Einfach runter in den Süden, ne? Denn hier ist ja möglicherweise auch noch eine Base. Und wenn ich jetzt so Richtung Süden renne, passt das doch auch mit dem Wind. Und vielleicht finden wir ja noch was. Ja, ganz, ganz, ganz andere Area hier. Auch richtig nice. Ganz, ganz anderer Style. So ein Hochplateau. Ganz andere Vegetation. Mega cool. Mit diesem ganzen roten Blättchen hier. Diesem komischen Kraut auf dem Boden. Abgefahren. Und die Weibchen, die rennen hier immer noch grob in diese Richtung, Richtung Süden. Und es kommt immer mal wieder die Meldung auf der Flucht. Die hauen gerade immer noch schön vor mir ab. Warnruf Bison. Na, guck. Da ist es. Alter, fast nicht gesehen. Das ist ja krass. Close auf 50 Meter. Ich sehe bloß gerade die Markierung. Also, Dreier Bison ist schon hier. Und vielleicht ist aber eins, was ein höher ist vom Level, schon abgehauen. Oh, es fängt an zu schneien. Und hinter mir immer noch die Wölfe. Sollen wir nochmal auf den Bison gehen? Komm, einen Versuch haben wir hier nochmal. Close auf 50 Meter. Ich würde gerne mehr sehen, ne? Ich sehe hier so schlecht. Berg nach oben. Ganz, ganz schlecht, ey. Bin ich hier ein bisschen besser getarnt am Baum? Ja, sehr gut getarnt sogar. Aber es ist sonst auch nichts zu sehen hier. Außer halt gerade der Ruf. Wobei das ja auch eigentlich schon reicht. Jetzt ist die Frage, ja, am besten jetzt hier, ja, so in die Seite rein. Das müsste eigentlich gut funktionieren. Also, nächster Versuch. Immer noch die Wölfe neben mir. Und wenn er gleich den Kopf, ja, jetzt so zur Seite dreht und jetzt gib ihm. Und Ende. Tipptopp. Tipptopp. Trotzdem nochmal leise bleiben. Ich meine eigentlich nicht. Nach dem Schuss. Nach dem Knall. Da ist dann auch nicht mehr viel übrig. Fängt es wieder an zu schneien? Krasse Area. Ganz, ganz, ganz krass. Gerade stand so die Sonne auch hier drauf. Sieht mega heftig aus. Rabams, Silberwertung. Ja, gut getroffen. Oh, siehst du, ich hätte gedacht, der liegt anders. Das ist so schwer zu erkennen, ne? Ich hätte gedacht, der liegt mehr so. Aber so steil sogar. So flach in dem Winkel. Na gut, trotzdem die Lunge mitgenommen. Hellgrau. Hellgrau. Ja. Mitgenommen mit der Silberwertung. Na. Und irgendeine Meldung kommt da oben. Also ich gehe nochmal auf den Berg ganz oben drauf, stelle noch einen Tripod auf und dann gucke ich mich nochmal ein bisschen um hier. Irgendwas habe ich verscheucht. Wölfe, noch mehr Wölfe. Also da oben, da rennen sie. Ey, eine ganze Gang. Sechser dabei. Tschüss.
Mythischer Achter. Siebener dabei. Da ist er. Mythisch 8. Aber mitten im Mief. Es ist eine ganze Gang. Es ist eine Siebener auch noch dabei. Also ich weiß nicht, was das soll, ne? Wahrscheinlich finden die das geil. Aber wie kann man denn sowas machen, Alter? Wie kann man denn sowas machen, dass die Tiere sich so bewegen? Und als Spieler sieht man das dann ja auch. Das ist doch mega der Glitch, ey. 2 Siebener. Alter. Ich hätte gerne den mythischen. Ist doch klar, oder? Da schon wieder. Pfiung, da schon wieder. Was ist denn das? Soll das so sein? Guck mal da. Soll das so sein, damit die sich schnell bewegen? Oder kriegen die die Bewegungsanimation nicht hin? Stell dir mal vor, ein. Ich glaube, der mythische Achter ist schon abgehauen. Ist ihm einfach zu blöde hier. Ich könnte jetzt nach da oben gehen. Wo sind denn die? Da sind die. Ich könnte jetzt nach hier oben gehen. Und dann von da aus irgendwie nochmal runter. Macht, glaube ich, Sinn, ja. Bevor ich hier... Dann kann ich sie zur Not auch noch anlocken. So. Auf der Flucht, ja, macht nichts. Weibchen ist soweit okay. Genau. Ich laufe jetzt einfach immer... Ich jogge auch einfach, weil die Entfernung weiß ich ja. Einfach hier zum großen Bogen. Und dann gleich nochmal gucken. Okay, da hinten ist die ganze Gang. Siebener auch noch dabei. Das ganze Rudel. Kann das Ganze? Hier sind die Wölfe. Aber ich stehe halt immer noch schlecht. Jede Menge Gänse auch hier. Wo bin ich denn hier überhaupt? Also mittendrin. Und hier sind irgendwo die Wölfe. Oh way. Das ist cool. Ich hoffe, dann sehe ich die ein bisschen besser. Da hinten sind sie. Und da ist der mythische. Hammer. Die ganze Gang. 220 Meter. Ich kann auf 150. Das ist er. Auf 200. Nee, ich kann auf... Doch, auf 150 kann ich nur. Mit der Moradi. Oh, soll ich den verschießen? Nee, will ich nicht. Will ich nicht verschießen. Der Wind, die rennen einfach die ganze Zeit vor mir her. Aber auf 150 werde ich nicht rankommen. Da hauen die Feuer ab. Ich muss es probieren. Was soll ich machen? Ich muss es probieren. Vielleicht kriege ich ihn... Solange er noch ein bisschen gechillt ist. Der obere ist es. Ich gehe auf die Hälfte. Entfernung 200 Meter. Ich 0 auf 100. Scheiße, der Baum. Jetzt. Bin auf 100 genullt und nehme jetzt quasi den unteren Punkt. Ich hoffe, es passt. Jetzt. Verdammt, jetzt. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt. Getroffen. 50%, 25%, 0.
Und er liegt. Holy shit. Yes. Überall Spuren hier. Das Rudel hier richtig aktiv am Rumrennen, aber auch gerade schon wieder die Meldung auf der Flucht. Das hilft natürlich und beruhigt. Schicken wir den Hund nochmal los, dann freut er sich, hat ein bisschen was zu tun. Dann können wir ihn nochmal ein bisschen loben. Feini. Sehr schön. Tier ruft da hinten nochmal wieder auf der Flucht, das ist gut. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, um hier den Wolf aufzuheben. In Gold, mythisch Gold, 38,539 wäre die ja gewesen. Leider nein, leider gar nicht. Aber doch ganz gut getroffen. Ja, vielleicht ein bisschen hoch. Hätte ich gar nicht so hoch aimen müssen. Gleich im Schnitt nochmal angucken, wie hoch dann der Abschuss war. Aber das ist doch ganz nice. Also, schöne Goldwertung. Mythisch. Ah, passt. Mitgenommen. Abgefahren. Na, 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 na. Ja, auch hier eine richtig abgefahrene Area. Sehr, sehr, sehr krass, wie weit man hier gucken kann. Da unten waren wir ja mit den Gänsen. Abgefahren. Ganz wild. Oh. Ja, hier muss ich auf... Oh, Alter, hat der eine Riesenschaufel. Kein Fünfer, aber immerhin ein Vierer. 280 Meter Riesenschaufel. Hör doch mal auf. 25. Da muss ich nochmal hinrennen, ey. 0. Zack. Aber bevor ich da hinrenne, nochmal eben hier die Base entern. Ich war schon so nah dran. Die nehmen wir natürlich nochmal mit. Sonst muss ich den ganzen Weg nochmal hin und her rennen. 600 Meter. Also, die entern wir natürlich mal eben. Das ist ja krass. Also auch hier wieder eine wilde Area. Und ich muss sagen, im Moment gefällt mir die Map ja richtig gut. Yukon. Bam. Sehr, 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 sehr nice. Irgendwas ist da schon wieder. Irgendwas ist hier unten. Im Tal. Da stehen die Nächsten rum. Hört doch mal auf. Hier geht's ab, Alter. Hier geht's einfach ab. Was eine krasse Map. Alleine mit dem Wechsel hier mit Schnee und dann taut das alles wieder auf. Dann hast du eben hier die Predator, die Wölfe, die dich jagen können. Hammer, hammer hart, ey. Hammer, hammer harte Map. Sehr, sehr, sehr cool. Und jetzt gleich mal gucken, wie das hier mit dem Elch aussieht. Die Bisons rennen hier rum. Ja, hier muss ich auf jeden Fall auch nochmal gucken, was denn hier abgeht. Und wham, was eine Riesenschaufel, Alten. Boah, Hammerdingen, schöner Vierer, richtig schönes Teil, aber da fehlt einfach nochmal mehr. Hammerhart, in Braun, sehr, sehr, sehr cool. Schöne Goldwertung, schöner Goldelch, schöner Abschluss. Nice. Ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Bis dahin, Weidmanns Heil.